So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, ich weiß, das sind ältere Lego Friends Wundertüten. Aber die habe ich nun mal noch hier liegen. Und ich wollte die jetzt nicht einfach aufmachen, mir die Lego Produkte rausholen und bei mir in eine Kiste schmeißen. Und da ich zwei verschiedene Lego Friends Wundertüten habe, habe ich mir gedacht, dann machen wir wieder einen Wundertütenvergleich. Und zwar von Lego and Friends. Einmal Megapack, einmal Superpack. Genauer gesagt, süßer Superpack. Überall sind zwei Magazine drin. 2 von 15 Spielzeuge. Hier sind 2 Magazine drin von 11, davon 6. Hier 18 Spielzeuge. Also, aber ich habe ja beide Wundertüten Vergleich schon mal ein Video gemacht. Ich habe beide Wundertüten mehrfach angeboxt. Ihr kennt die ganzen Lego and Friends Videos bei mir. Die kommen ja teilweise auch bei euch einigermaßen gut an. Ist eben nicht jeder Fan von, aber nichtsdestotrotz, da ich 2 Stück noch hier habe, also 2 verschiedene von Lego and Friends Wundertüten, habe ich mir gedacht, dann mache ich eben noch einmal ein Vergleichsvideo. Und ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, wie ihr das findet, wenn ich auch solche älteren Wundertüten habe und dann Vergleichsvideo von mache. All das könnt ihr, sollt ihr auf jeden Fall posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Aber jetzt fangen wir natürlich erstmal mit die Mega-Pack-Wundertüte an. Und ja, ich gebe es ja zu, ich bin nicht so der Lego Friends Fan. Hier ist jetzt ein Los. Ah, guckt mal, der Hunde-DJ. Aber teilweise so bestimmte Art von Tierchen, so wie die Delfinen, die kann man gut gebrauchen für Lego City. Wenn man was mit Boote, Schiffe macht, ist es ganz wichtig. Die Hunde, naja, nicht wirklich, aber teilweise so Lego einzelne Steine. Ihr wisst ja, als Reserve irgendwo kann ich sie immer gebrauchen. Die Farben sind teilweise auch interessant. Dann haben wir natürlich hier was vom Küchenstudio. Ah, ihr seht es selber. Ein Mixer, ein Ofen, Schaustell für Cupcakes. Das sind jetzt die beiden, die ich drin hatte. Weil mehr ist nicht drin. Das zweite war jetzt nur dabei. Ihr habt es gesehen, Bauanleitung brauchen wir nicht. Und das Klavier, es ist überall abgebildet, aber nirgendwo habe ich das. Ich habe es noch nicht. Ist eigentlich ziemlich witzig. Aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt schon mal 2 Lego Friends Produkte aus der Lego Friends Mega Pack Wundertüte. Könnt ihr mir schreiben, wie ihr das findet. Habt ihr schon mal das gleiche drin hattet, wenn ihr euch die Wundertüten gegönnt habt. Aber nichtsdestotrotz kommen wir jetzt natürlich zu den Superpack Wundertüte. Aber es ist auch teilweise, ja, wie soll man sagen, nicht direkt das gleiche drin, aber es ähnelt schon alles. Aber in diese Superpack, da ist auch das drin, weil ich so meine, was man für Lego City, man kann das alles für Lego City gebrauchen. Das dazu, aber... Oh, hier ist das Lose drin. Nehmen wir natürlich erstmal das Lose. Ah, das Schildkrötenbaby mit der Insel. So, jetzt meistens immer die braunen, also der Baumstamm, die kann ich gut gebrauchen. Die unteren, die bräuneren Steine benutze ich immer für was anderes. Mir fällt immer was ein. Das dazu. Und das zweite, was wir drin haben, ups, ist bestimmt dasselbe oder gleiche Magazin. Nee, das ist das Originale, ihr seht es schon. Nein, ist es nicht. Ich habe eine Insel drin gehabt und hier soll die Sandburg eigentlich noch mit bei sein. Hm, verstehe ich nicht. Aber kommen wir nun zu das zweite Extra. Ah, Verkaufsstand. So, jetzt, wozu kann man sowas benutzen? Ganz schnell beantwortet. Lego City, Kaufhaus, Geschäfte, Kasse, ganz viele Bananen in so einen Korb rein, die Kirschen. Ihr wisst, was ich meine.
auf Massen, dann sieht das schon interessanter aus wie eine einzige alleine. Also, ich zoome mal ein bisschen näher ran. So, rechts, Megapack, Superpack. Was findet ihr interessanter? Wozu habt ihr vielleicht noch Lust? Oder was könnt ihr gebrauchen? All das könnt ihr, sollt ihr, für mich und alle anderen natürlich, posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Und von Lego and Friends, irgendwas Günstiges verlinke ich immer unter dem Video. Sicher, bequem geht es immer. Günstiger müsst ihr selber immer schauen. Aber nichtsdestotrotz schreibt ihr mal auch, wo ihr was benutzt habt. Oder eure Fantasie lasst mal laufen. Wo kann man das benutzen? Auch das könnt ihr mir schreiben, posten, kommentieren. Und ich sage wie immer, das Wichtigste, bleibt gesund, guckt hin und schaut zu.